Mein Name ist Jörg Oppermann, ich bin Friseur in Hamburg und meine Geschichte zu Corona begann relativ zügig, sodass man das immer irgendwie gehört hat weltweit, okay, es war irgendwie in China und plötzlich dachte man, okay, hier passiert auch irgendwas und der Laden war noch voll und es kamen halt schon irgendwie so leichte Wellen, dass auch Kunden sagen, mal gucken. Du kannst einfach nichts anderes tun, als abwarten, bis dir die Regierung, die Stadt Hamburg, quasi den Laden zumacht, aufgrund der Notsituation, die wir irgendwie damit haben. Und plötzlich war so ein erschreckendes Gefühl in mir, dass ich dachte, komplette Existenzängste. Ich dachte, was passiert hier alles, meine Mitarbeiter? Wie kriegen wir das alles hin? Und in dem Gefühlschaos habe ich natürlich versucht, irgendwie alle möglichen Momente aufzuschnappen. Was können wir tun? Was hat die Regierung für uns vorgesehen? Und habe die Maßnahme für mich ergriffen. Und dann war so ein beruhigendes Gefühl vorhanden. Aus diesem Chaos ergab sich so eine Hilfesituation und die Maßnahmen griffen und für mich dann auch emotional. Und ich konnte mir persönlich auf jeden Fall sagen, ich kann nichts dafür. Das ist eine Maßnahme, die für uns alle wichtig ist. Somit füge ich mich der Situation. Und es hat mir persönlich unheimlich viel Ruhe gegeben, sodass ich die Situation für mich fantastisch handhaben konnte, meinen Betrieb gut organisieren konnte, meine Mitarbeiter beruhigen konnte. Und dann gab's unheimlich viele private gute Momente, dass man mit Freunden Kontakt hatte, viel gesucht hat und sich viel ausgetauscht hat über das Leben, über die ganze Situation. Und das war sehr schön. Es war eine gute Zeit teilweise, obwohl die Situation so erschreckend ist. Auf jeden Fall war das persönliche Gefühl dann irgendwie, okay, wir kriegen das alles hin. Die Zahlen reduzieren sich, die Ansteckungssituation reduziert sich. Also von daher ging es irgendwie so ein bisschen ging es in eine relativ positive Phase über. Und dann kam irgendwie wieder, okay, wann können wir anfangen? Wie können wir das alles bewältigen? Und dann ging es darum, wieder den Laden in Angriff zu nehmen, wieder aufzubauen und ganze Strukturen zu schaffen, Strukturen zu verändern, Hygienemaßnahmen irgendwie zu aktivieren. Und das fand ich jetzt für mich die große Herausforderung nach wie vor, dass sich hier im Betrieb, dass alle Maßnahmen eingehalten werden, sodass sich hier niemand infiziert. Das ist für mich jetzt gerade die große Herausforderung, an der wir arbeiten und ich hoffe, dass für uns alles gut geht, für alle Menschen alles gut geht und dass wir die Situation für uns alle gut bewältigen können. Toi, toi, toi.